Im heutigen Video zeige ich euch ein Rezept für ein gesundes, veganes Schoko-Vanille-Eis aus nur 3 Basiszutaten. Das sind die Zutaten für ein gesundes und erfrischendes Eis. Ihr habt ja im Videotitel gelesen, dass es sich eigentlich um ein Eis aus 3 Zutaten handelt und hier sind auf den ersten Blick 5 Zutaten auszumachen. Die Hauptzutat für dieses Eis sind gefrorene Bananen. Hier haben wir noch frische Bananen, aber die Banane, es ist ja ein Lebensmittel, also ist das für dieses Rezept auch eine Zutat. Also die Hauptzutat sind gefrorene Bananen und dann nehmen wir noch etwas frische Bananen. Bei diesem Rezept handelt es sich ja um die Sorte Schoko-Vanille und deswegen benötigen wir natürlich auch mit eines der teuersten Gewürze der Welt. Das hier ist Vanillepulver. Das sind einfach Vanilleschoten gemahlen, die gibt es schon fertig im Handel. Wir kaufen sie meistens im Bioladen und ab und zu auch online. Ich setze euch unten in die Infobox auf alle Fälle einen Link zum Vanillepulver. Dann haben wir hier noch 2 verschiedene Zutaten. Links seht ihr Kakaopulver in Rohkostqualität und rechts Karottpulver in Rohkostqualität. Für das heutige Rezept verwende ich Kakao. Meine Jungs haben es sich heute richtig schokoladig gewünscht. Karob ist eine sehr interessante Alternative zum Kakao. Schmeckt auch ein bisschen anders, schmeckt karamelliger und bringt auch eine leichte Süße mit. Also es fehlt komplett die bittere Note des Kakaos. Und was für Familien mit kleineren Kindern interessant ist, dieses Karottpulver ist frei von Theobromin, was ja auch eine anregende Wirkung hat. Wie gesagt, meine Jungs haben sich für heute ein Schokoladeneis mit echtem Kakao gewünscht. Wer jetzt nicht weiß, was Karottpulver ist, ich habe zu diesem Lebensmittel auch ein Video schon hochgeladen. Das verlinke ich euch rechts in den Infokarten. Und ich werde auch immer mal nach Bezugsquellen für Karottpulver gefragt, was jetzt auch nicht zu teuer ist. Es muss auch jetzt nicht unbedingt Rohkostqualität haben. Und da habe ich tatsächlich letztes Jahr ein Karottpulver das erste Mal getestet. Das war, glaube ich, in der Verpackung von 1 Kilo. Genau 1 Kilo mit einem recht guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Da könnt ihr es gerne testen, wenn ihr Karob noch nicht kennt. Ich verlinke euch auch unten ein Kakaopulver in Rohkostqualität. Wenn wir reife Bananen kaufen, dann frieren wir einen Teil der Bananen ein. Ihr seht, wir haben die Bananen geschält und in gröbere Stücke gebrochen und die werden dann einfach eingefroren. Und dann, wenn wir Eis machen wollen, dann verwenden wir diese gefrorenen Bananen. Wir frieren die Bananen dann mindestens für 8 Stunden ein. Dann sind sie eigentlich so weit gefroren, dass man sie für ein Eis verwenden kann. Diese Banane hier habe ich schon so circa 15 Minuten antauen lassen. Die werde ich jetzt noch mit einem Messer in kleinere Stücke schneiden, damit das Mixen einfach erleichtert wird. Als nächstes mixe ich alle Zutaten zu einem cremigen Eis. Dafür eignet sich am besten ein Hochleistungsmixer. Es geht aber auch mit kleineren Mixer, wie zum Beispiel den Foodmatic, den haben wir auch in unserer Küche stehen. Den verwende ich zum Beispiel für Dips oder für Soßen oder für Aufstriche. Damit kann auch Eis aus gefrorenen Bananen hergestellt werden. Allerdings müssen die dann noch kleiner geschnitten werden. Und es ist geht nicht so schnell und nicht so effektiv, weil man bei einem Hochleistungsmixer ja mit einem Stößel nacharbeiten kann und hat dann einfach viel schneller ein cremiges Eis zur Hand. Als erstes werde ich die Bananen hier noch schälen und in kleinere Stücke schneiden und die im Hochleistungsmixer anmixen. Dann hat man unten schon so ein bisschen eine cremige Masse und dann lässt sich alles besser mixen. Also wenn man jetzt nur richtig hart gefrorene Bananen in den Hochleistungsmixer gibt, dann muss das Schneidemesser unten ganz schön greifen. Aber wenn man hier noch ein bisschen frische Bananen dazu gibt, das schon anmixt, dann lässt sich das alles noch viel schneller mixen. Jetzt kommen die gefrorenen Bananen dazu und jetzt noch das Vanillepulver und dann mixe ich alles zu einem cremigen Eis. Das cremige Vanilleeis ist fertig. Ich werde das jetzt auf 2 Schalen aufteilen für meine Jungs und während ich das Schokoeis mixe, stelle ich diese Schalen nochmal in den Kühlschrank, weil dieses Eis sehr schnell schmilzt. Natürlich gebe ich nur die Hälfte des Eises hier in diese Schälchen, weil ich möchte ja noch aus der Grundmasse ein Schokoladeneis mixen. Und diese Schälchen, wie gesagt, wie schon erwähnt, stelle ich jetzt in den Kühlschrank. Den Kakao gebe ich jetzt hier noch zu dieser Vanille-Eismasse und dann wird das alles schön zu einem Schokoeis gemixt. Und fertig ist das wunderbare, gesunde, erfrischende Schokoeis aus nur 3 Zutaten. Bananen, Kakaopulver, Vanillepulver. Fertig ist das gesunde Schoko-Vanille-Eis. Dieses Rezept könnt ihr als
Basisrezept betrachten und noch mit anderen Zutaten verfeinern, zum Beispiel mit Mandelpüree mixen oder gerade die Vanillevariante noch mit Kokosmus, ein, zwei Esslöffel Kokosmus dazu, das Ganze mixen. Da bleiben dann so kleine Kokosstückchen im Eis, auch sehr schmackhaft, also einfach gefrorene Bananen, bisschen Kokosmus und das Vanillepulver. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, dieses Eis noch ein bisschen aufzupeppen und auch zu dekorieren, also mit Trockenfrüchten, mit selbstgemachter Schokolade, entweder kleine Stücke reinstecken ins Eis oder darüber raspeln, also verschiedenste Möglichkeiten. Ich tue das heute hier an dieser Stelle nicht. Ich werde höchstens über ein Eis ein bisschen Maulbeerstücke streuen, weil meine Jungs mögen sehr dekoriertes Essen nämlich überhaupt nicht. Das würde dann zwar ganz schön aussehen, aber meine Jungs würden es nicht essen. Das wäre also jetzt hier in diesem Sinne für mich, für uns als Familie gar nicht realistisch, wenn ich jetzt hier dieses Eis noch aufpeppe und schön dekoriere, so schön das aussieht und so sehr mir solche Fotos gefallen. Aber für uns ist das nicht alltagstauglich, weil meine Jungs dieses Eis dann gar nicht essen würden. Okay, schnappt euch eure Eisportion, Jungs. Was heißt kalt? Kalt.